So. Jetzt steigt man auch hinten ein. So, jetzt aber ein bisschen zackig, bitte. Guten Tag. Dankeschön. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Tag im Einzelforscher nah bereit. Danke. So. Guten Morgen. Guten Morgen. Moin. Guten Tag. Bitte einmal nachbereiten. Sehr gut. Und da rührt der Van Hool wieder vor sich her. Rührt wegen Ruhr und Niederlande und... Gott, bis jetzt musste ich mich noch gar nicht aufregen und ich bin noch nicht gestorben. Was ist denn da los? Das ist ja unglaublich. Und das Mikrofon ist sogar an, glaube ich. Ich hoffe es einfach. So. Okay. Was machen wir denn jetzt hier? Ach so, Forstweg, das ist da drüben. Will einer aussteigen? Nein, will einer einsteigen? Ja, wegen dem muss ich hier die riesen Straßenbahn anhalten, oder was? So. Hallo, ich habe gesagt zu. Zu. So schwer zu verstehen. Scheiß Sprachkontrolle in diesem Bus. Van Hool, neutral. Van Hool, rechts blinken. Nächste Haltestelle. Das wäre eigentlich voll geil. Straße Lindner. Komm bitte, fahr rum, damit ich ausschwenken kann. Ihr seid vielleicht Idioten. Ja, toll. Das hilft doch keinem. Stehe ich dir so sehr in deinem KI-Weg? Warum klauen die dem da drüben eigentlich die Vorfahrt? Mann! Deppen hier! Wie viel Platz ist denn in der Kiste noch? Gucken wir jetzt mal. Ich glaube, ab den nächsten Haltestellen wurde es dann so richtig voll. Hier ist noch ein bisschen Platz. Hier ist noch Platz. 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 Ah, da geht doch noch. So. Meine Güte. Nächste Haltestelle. Hans-Dewitz-Ring. Hans-Dewitz-Ring. Boah, jetzt sind die ganzen Aufreger, wo ich mich gerade eben so aufgeregt habe, alles weg, ey. Haha, siehst du mal. Gut, dass ich einen großen Bus mitgebracht habe bei dem Ansturm hier. Die sollen bitte die anderen Türen mitbenutzen hier. Geht halt was flotter. Ja, komm schon. Ich hätte gerne angeschaut. Ja. Warum ist jetzt vorne wieder aufgegangen? Das ist doch ein Sicherheitsrisiko, Alter. Geht doch nicht. Guck mal, hier bleiben sie sogar mal brav stehen. Nächste Haltestelle. Heimfelder Straße. Heimfelder Straße. So. Bams, hat der Karren Geschwindigkeit drauf. Ach du Scheiße. Hier will einer aussteigen. Kann ich ein bisschen was weiter hinten halten. Sein, diese Dame möchte jetzt Tatsache einsteigen.
Nein, will sie nicht. Ach komm, geh zu! So. Nächste Haltestelle. Luhmannsweg. Gut. Gott, was ist das denn für ein explodierender Busch hier? Gut, Luhmannsweg. Bis jetzt konnten wir immer alle mitnehmen. Gerade eben war das ja nicht so. Obwohl der Bus schon rappelvoll ist. Für so einen Riesenlader, Alter. Sind da schon verdammt viele Leute drin. Viele dürfen denn rein. Da steht's. 65 Sitzplätze, 123 Stehplätze, 2 Behindertenplätze. Na, ja, ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Hey, hey! Ah, will doch einer aussteigen, dachte ich mir doch. Tag. Moin, moin. Tag. Moin. Mhm. Mahlzeit. So, der lässt sich auch viel besser fahren als die andere Karre, Alter. So, hier will Tatsache keiner aussteigen, nicht wie gerade eben. Och Gottchen! Ja, der ist mir reingelaufen, Alter. Soll ich dich erstmal reinlassen? Jetzt kann ich auch die Tür direkt offen lassen. Dass es überhaupt geht. Guten Tag, herzlich willkommen, Sie dürfen einsteigen. Hop on, hop off, meine Damen und Herren. Und ja, ich muss hier so weit reinziehen. So. Die Türen schließen automatisch. Es sei denn, die Tür, die habe ich selber so gemacht. Wie viele Leute hier drin sind. Komm Manfred, Wampe einziehen und Fresse halten. Eigentlich ganz einfach. Ich sehe nichts. Ich wollte gerade sagen, ich sehe nichts, Mann. Wie gesagt, die Kiste ist ein bisschen groß. Ah, ich habe hinten noch was mitgenommen. Wie viele Leute wollen aussteigen? Alle. Wollen wirklich alle aussteigen? Jeder Einzelne will aussteigen. Oh, ich bin froh, wenn ich gleich nicht mehr aufnehmen muss. Und was parkt der hier so beschissen? Was ist das denn hier für eine Aktion? Deutschland parkt oder was? Alle wollen sie aussteigen. Jeder Einzelne. Ja, ich bin ihm extra reingefahren, weil er ein Depp ist. Der will bestimmt hier rein und Blinker. Schlimm ist, die überleben dann und die Leute im Bus sterben. Solchen Aktionen, Alter. Nicht zu viel. Vorab biegen rot. Bei rot, Stopp an der Haltelinie. Ja, ganz genau. So funktioniert rechts am grünen. Rechts am biegenden Grünheil. Sprechende Freunde. Mann, ich wollte eigentlich mit einem vollen Bus fahren. So, meine Damen und Herren, wir haben genug Sitzplätze. Schnarr, voll mit der Vorderachse draufgefahren.
Jetzt kommen sie hier alle rausgeströmt, die. Was ist das? So, ach Gottchen, Leute. Kann nicht so schwer sein, weiterzugehen, oder? So. Man kann sagen, warum fährt die Karre jetzt nicht los? Na ja, schon wieder einigermaßen voll in der Kiste geworden. So, am liebsten würde ich die gerade alle umfahren, Alter, weil das alles Deppen sind. Oh, hier kann echt keiner Auto fahren. Oh, die Stelle kenne ich. Irgendein Depp hier hat mal einen Selbstmord begangen. Keine Ahnung, wer das war. Warte mal, jetzt muss ich aber gerade mal was gucken. Sieht bestimmt voll geil aus. Warte mal. Weil hier ist ja so ein Drop-Off-Dingens. Hier geht's ja runter, ganz kräftig. Wie souverän der die Kiste fährt, Alter. So, rein in die Kurve, die wir beim letzten Mal nicht bekommen haben. Und schön mittig mit Abstand davor stellen, weil wir müssen darum. Anstatt hier irgendwie so eine Sonderabbiegestelle zu haben. Nein, baut doch keiner. Nein, 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 viel zu einfach. So, ein bisschen was Cinematic-mäßig. Scheiß Taxi, Alter. Wie nah der ranfährt, der Wichser. Ah, nicht auf den Bürgersteig fahren. So. Guten Tag. Guten Tag. Mann. Hallo. Moin. Dankeschön. Guten Morgen. Danke. Oh. Moin. Einmal Nahbereich. Danke. Gerne. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich freue mich. 142 No-Ziel. Schnauze. Oh, das ist rot. So. Die klemmt aber. Cool. So. Ja, man muss es ja mal ausprobieren.
Würde ich in einem striegelnagelneuen Bus, würde ich das auch als erstes machen. Notain eröffnen. Aber auch nur, weil es ein neuer Bus ist und die noch nicht verplombt sind. Können wir einfach mal ausprobieren, was dann passiert. Und das war auch, als mein Vater von Herrn Vias, der war ja auch mal Geschäftsführer von der Vias Odenwaldbahn, da gab es neue Fahrzeuge und das erste, was wir gemacht haben, war Türnotöffner betätigen ohne Ende und in den Toiletten den Notknopf drücken. Und damit immer die Fahrer nerven, die das Ding gerade lernen wollten. Weil die Abschaltung dafür ist irgendwo ganz tief in dem Menü verbuddelt. Oder wenn man mit denen sprechen wollte, immer auf diese Notanlagen gedrückt, dann hat das auch immer weiter rumgepiepst. Ach, das war schön. So. Viel zu viel Blödsinn gemacht. Nächste Haltestelle. Morstraße. Brumm, brumm, brumm macht der Bus hier. Brumm, brumm. Oh. Doppelrot hier noch. Meine Fresse. Meine Fresse. Meine Fresse. Meine Fresse. Wow. Oh, ja, jetzt dürfen wir. Hä? Wann bekommst du denn dann Auffahrt? Ist auch schön, wie ich diese Abbiegespur mit einem Bus komplett zustelle. Ah, jetzt. Da ist sie. Die Moorstraße. So. Ich wollte eigentlich den Bus so komplett zum Überfüllen bringen, aber das hat ja nicht funktioniert jetzt. Mann. So ein Trick. Das können wir ja als Challenge machen. Schreibt's mal rein. Soll ich das als Challenge machen? Den AGG auf der Linie hier komplett voll machen, sodass man schon fast Doppel-AGG fahren muss. Sollen wir das machen? Sollen wir das machen? Schreibt's mal rein. Hashtag Challenge und dann AGG befüllen. Abfüllen. So komplett voll mit Rotwein oder sowas. Nächste Haltestelle. Red, red wine. Zu den S-Bahn-Linien S3 und S31. Sowie zum Regional- und Fernverkehr. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Jetzt wollen eh alle aussteigen, deswegen. I don't. Oh, scheiß Floras Blumenladen, Alter. Verpiss dich. Ihr wollt sowieso alle aussteigen. Es ist die Endhaltestelle. Immer dann denken auch, das Mikro wieder anzumachen. So, da ist der Ausstieg. Dann. Komm, mach, hör auf, komm hier, mach Ende. Wo kommt jetzt der scheiß Haltewunsch her? Keine Ahnung, warum er das jetzt nicht zählt. Ach, und jetzt geht die Karre auch noch kaputt. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe gerade keinen Bock mehr. Schreibt mal rein, was wir machen sollen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Um sie zwei. Bis dann. Tschüss.